Mein Name ist Shelly, ich bin 27 Jahre alt und studiere Kultur und Management an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich habe mich für das Studium Kultur und Management entschieden, weil ich ganz viel in der freien Kulturszene in meiner Heimatstadt aktiv war. Dort habe ich in soziokulturellen Zentren gearbeitet, in einem Nachtclub. Ich saß im Aufsichtsrat fürs Theater, im Kulturausschuss für die Linke, und das Ganze hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich dachte, boah, wie kann ich das jetzt noch theoretisch unterfüttern und wie kriege ich die Legitimation dafür, das auch irgendwann halt beruflich zu machen. Und dann habe ich mich für das Studium entschieden. Was mir besonders viel Freude am Studium macht, sind tatsächlich eher diese Kreativitätsfächer, die sich mit dem Thema Gesellschaft, Politik und Geschichte auseinandersetzen. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von dem Wirtschaftsteil, aber er ist tatsächlich machbar und ich sehe da auch einen gewissen Mehrwert für die Zukunft. Es gibt definitiv ein Leben neben dem Studium. Ich lege zum Beispiel auf, ich engagiere mich ehrenamtlich bei Kulturfestivals, für zeitgenössische Kunst. Es gibt ganz viele tolle Menschen hier, eine große soziokulturelle Szene. Orte, an denen man sich irgendwie aufhalten kann. Es gibt ein soziokulturelles Zentrum, eine Kneipe, coole Cafés. Also es gibt die Oberlausitz, die super gut zum Wandern ist, die Sächsische Schweiz. Also es bietet eigentlich für jede Interesse irgendwas an. Zukunftsperspektiven, das ist eine sehr, sehr gute und sehr große Frage. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, zum Film zu gehen, in einem soziokulturellen Zentrum zu arbeiten, und ich werde definitiv auch einen Master dranhängen. Das Studium hat mich total neugierig gemacht und ich will mich selbst noch ein bisschen erfahren und neue Dinge dazulernen.